heute sind wir hier wieder bei D-Moto, dem Vertragshändler für Fantic und CF Moto hier in Malaga. Erstmal herzlichen Dank an D-Moto in Malaga für diese Probefahrt. Und zwar D-Moto bietet nicht nur Motorräder von Fantic und CF Moto an. Sie haben eine Werkstatt, sie haben eine BMW-Werkstatt. Sie können den Transport eurer Bikes von Deutschland nach Spanien oder beziehungsweise eigentlich in alle Welt organisieren. Außerdem haben sie Einlagerungsmöglichkeiten. Das heißt, ihr könnt euer Bike hier lagern für unbestimmte Zeit zu einer niedrigen monatlichen Gebühr. So, die NK 800 Advance fahren wir heute Probe. Die steht hier und wir fahren dann erstmal los. Wir haben ein 8 Zoll Display, soll es sein. Der Preisunterschied sind für uns um die 700 Euro zur normalen Sportversion. Hier haben wir auch das größere Display, viele Konnektivitätsmöglichkeiten. Das habe ich beim letzten Mal, ich bin nicht schon mal gefahren, da habe ich beim letzten Mal schon versucht zu verbinden und so weiter, aber das hat irgendwie alles nicht geklappt. Am besten wäre es, das kann ich euch gleich sagen, wenn ihr Interesse an dem Ding habt und wenn ihr Interesse an diesem ganzen Display-Schnickschnack-Konnektivität habt, wenn ihr Apple habt, wenn ihr ein Apple-Telefon habt, wenn ihr ein Android habt, dann geht es auch irgendwie, aber es geht nicht gut. Das habe ich schon ausprobiert. Das wollte ich euch nur vorab sagen. Ich lasse dieses Display jetzt hier ohne Navigation, weil, wie gesagt, ich habe kein Apple-Telefon. Ich lasse das jetzt so einfach hier und ärgere mich jetzt nicht mit dem Display, warum das nicht geht und wieso. Und wir konzentrieren uns nur aufs Fahren, so wie es ja eigentlich sein sollte, ne? Wir haben ja auch verschiedene Leuchtanzeigen. Hier neben dem Display gibt es auch so eine LEDs, die anzeigen den Zustand, der Blinker und so weiter und so fort. Ja, also vom Aussehen, so wie ich gehört habe, hat die auch einen Red Dot Designer Award gewonnen. Das hat sie auch verdient, denke ich mal. Die sieht ja wirklich sehr, sehr hübsch aus. Oder sehr, sehr gut gestylt, sagen wir mal so. Und ich bin ja normalerweise auch nicht mit KTM vertraut, weil mein KTM-Händler, der gehört ja zu Harley, da gehören ja noch andere große Marken dazu und der ist ja den YouTubern überhaupt nicht gut gesonnen. Oh, hier kommt ein großer Park hin, Industriepark. Und deshalb kann ich die KTM auch so gut wie nie Probe fahren. Und jetzt fahren wir sie mal indirekt Probe hier, sage ich mal. Ich stand gerade draußen vor dem Laden, da kam so ein alter Hase an, so ein alter Motorradhase. Der meint, aha, na, das ist so ein KTM-Motor, das höre ich, das kann ich hören. Sag ich, na, du bist ein Spezialist. Und dann hat er mir sein Motorrad gezeigt, da um so einen 30 Jahre alten Cafe Racer von BMW oder was das war. Also damit kann ich ja überhaupt nicht mithalten, ja. Ich bin ja noch ein ganz junger, frischer Motorradfahrer hier. War interessant, dann mal so die alten Hasen wieder zu hören. Ja, sie ist auch hier im zweiten Gang, merke ich gerade, auch wieder ein bisschen störrisch, ja, ein bisschen ruckelig und so. Sagen wir ein sehr sportliches Gas, vielleicht kann ich mir das merken. Eine sehr sportliche Gasannahme, ja, das klingt gut. Ich war natürlich total fasziniert von dem Display. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wisst ja, ich bin ja der Display-Fuzzi. Aber ehrlich gesagt, jetzt Tablet-Größe und so wie es jetzt hier angebracht ist, ist es mir jetzt ehrlich gesagt schon zu groß. Also das sieht auch nicht mehr schön aus, also finde ich zumindest. Da gibt es ja auch noch so die halbe Größe. Und das sieht dann wieder ganz schick aus. Aber das ist mir jetzt schon ein bisschen zu groß. Ich dachte nur, weiß ich, je größer, desto besser. Dann kann man die Hälfte des Bildschirms für Navigation nehmen, also für Kartennavigation. Das soll auch irgendwo wie gehen, wie gesagt, aber wohl nur mit iPhone, mit Android. Selbst wenn es mit Android geht, dann ist wohl die Karte sehr viel kleiner, hat mir der Verkäufer gesagt. Also das wurde, denke ich mal, Android wurde wohl von CF Moto ein bisschen vernachlässigt.
Vielleicht haben die auch irgendwelche Verträge mit Apple, kann ja auch sein. So vom Draufsitzen, von der ganzen Haptik, Anmutung und so weiter, macht das alles einen sehr guten Eindruck hier. CF Moto, das ist ja jetzt erst so das zweite, oder eigentlich war es ja das erste. Ich bin ja die andere als zweites gefahren, die 450 MT. Und jetzt bin ich die, oder die bin ich als erstes hier gefahren, aber habe ja das Video nicht veröffentlicht. Also die Anmutung hier, die Bedienelemente, alles hochwertig, es sieht alles hochwertig aus, ja. Macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Auch natürlich von außen her, dieses Design gefällt mir sehr gut. So, also, wir haben ein bisschen getankt, ganz bisschen. Und ich habe jetzt wieder mal zurück auf Street gestellt. Wir haben hier verschiedene Fahrmodi und da ist die Gasannahme schon sehr viel besser. Also bei Sport ist es sehr, sehr sportlich, wollte ich ja jetzt immer sagen. Und in Street lasse ich die jetzt, dann also, ja, ist ja auch Wurst, ne? Wir können ja die Sport ja doch nie ausfahren. So, also, was kann man noch sagen? Also sitzmäßig, ja, fühlt sich auch ein bisschen härter an. Würde ich mal so vergleichen, eher so von der Härte mit Honda. Bei Honda sage ich immer, ist relativ hart der Sitz. Also sagen wir mal, ist nicht hart, es ist sportlich, ja. Es ist ein sehr sportliches Bike, auf jeden Fall. Sitzen, ja, also aufrechte Sitzposition, muss ich sagen. Es ist nicht ganz so, also wie ich mich erinnern kann, bei der Z900 war ich, glaube ich, ein bisschen weiter nach vorne gebeugt, so wie ich mich erinnern kann. Ja, sagen wir mal so, also wenn man, zumindest wenn man im Sportmodus ist, ja, wenn man im Sportmodus ist, man weiß nichts über das Bike, man fährt los, dann ist sie schon sehr, sehr aggressiv und man merkt gleich, ja, die will zur Sache gehen, ja. Das auf jeden Fall, das merkt man. Jetzt hier im Street-Modus ist sie etwas gezähmt. Und das ist dann mehr so für die älteren Damen und Herren unter uns. Und was ich sehr, sehr schade finde, das war schon damals so, als ich mir in den 90er Jahren meinen kleinen Traum-Ferrari, den Toyota MR2 gekauft hatte, natürlich in Rot, ist ja klar. Das war wirklich mein Traumwagen damals und irgendwie hatte ich die Möglichkeit, mir den damals zu kaufen, als ich noch relativ jung war. Weiß auch nicht wie und warum. Aber das war eigentlich so, genauso wie mit der jetzt hier. Der war von außen sowas von hübsch, der Wagen. Aber wenn man drin saß, hat man ja nichts gesehen. Und jetzt haben wir wieder so ein sehr, sehr schönes Bike hier. Also natürlich alles Geschmackssache, wie üblich. Und ich sehe wieder nichts. Ja? Man muss dann ständig absteigen, man muss ständig ins Café fahren, damit man absteigt und aufsteigt, damit man dieses wunderschöne, die wunderschöne Form sehen kann, genießen kann. Gefällt mir wirklich sehr gut hier. Ja, also, wenn ich das mal kurz zusammenfassen möchte hier, die Kurzprobefahrt mit der CF Moto 800 NK gefällt mir wirklich sehr gut, hatte ich ja schon bereits gesagt. Design sehr schön, toller Auspuffsound, sehr leistungsfähig oder wie sagt man, sehr leistungsstark. Wenn wir uns dann im vollen Sportmodus befinden, ja, also der Road-Modus ist zwar auch, wenn man jetzt zum Beispiel das Gas wegnimmt, da ist dann schon, da ist das schon auch sehr ruckelig, aber beim Anfahren geht es eigentlich komischerweise. So, hier sind wir nochmal mit CF Moto 800 NK Advanced. Ja, wir haben einen 799 Kubik Motor
2 Zylinder, 70 kW, 95 PS bei 9250 Umdrehungen. Und damit haben wir dann einen Drehmoment von 79 Newtonmeter bei 8000. Der Sitz ist 795 mm hoch, ist eigentlich auf jeden Fall ausreichend, auch für kleinere Personen, so wie mich. Ich bin 1,75 Meter. Der Tank ist 15 Liter. Wir haben 17 Zoll Reifen, 120er vorne, 180er hinten. Jetzt gehen wir noch mal schnell zu den Bedienelementen und zum Display. So, auf der linken Seite haben wir dann den Kupplungshebel. Der ist eigentlich, ja, er ist nicht ganz leichtgängig, aber ja, wieder so ein Mittelding zwischen leicht und schwer. Der Kupplungshebel bzw. der Bremshebel, die machen auch einen sehr hochwertigen Eindruck. Fühlt sich sehr hochwertig an, irgendwie dieses Material, ich weiß nicht warum. Dann haben wir hier vorne für euren Zeigefinger, da haben wir die Lichthupe und wir haben auch gleichzeitig hier also das Fernlicht integriert sozusagen in dem Schalter vorne für euren Zeigefinger. So, dann hier oben haben wir die Bedieneinheit für den Tempomaten. Dann haben wir des Weiteren eine Funktionstaste hier. Da können wir, das sind so, kann man so Shortcuts belegen und so weiter. Da kann man zum Beispiel kurzfristig den Fahrmodus ändern. Dann haben wir hier die Sternchentaste, die kann man auch belegen, je nachdem wie man will. Das kann man alles dann im Menü machen. Standardmäßig ist sie wohl belegt. Wenn ich hier drauf drücke, komme ich in diesen maximalen Bildschirm rein und wenn ich dann nochmal drücke, dann verzweigt sich das und man kann dann halt zum Beispiel unten, wie gesagt, auch Navigation und so weiter anschauen. Dann haben wir hier ja praktisch oben, unten, rechts, links, das alles sind alles die Bedienelemente fürs Display. Dann haben wir hier für Spracheingabe, darunter haben wir den Blinkerschalter, da der so dicht hier an dem unteren Cursor an der unteren Cursor-Taste ist, ist es manchmal ein bisschen fummelig oder eine Gewöhnungssache mit den Handschuhen, denn erstmal hier den richtigen Knopf zu finden. Dann haben wir darunter noch die Hupe. Die ist schön laut. Auf der rechten Seite haben wir dann den Gasgriff. Wir haben auch wieder den Bremshebel, der auch sehr schön hochwertig sich anfühlt irgendwie. Dann haben wir hier die Warnblinkanlage hier oben. Hier haben wir noch ein Schlüsselsymbol. Ich kann mir nur vorstellen, dass man da auch noch den Schlüssel ranhalten kann, wenn die Batterie alle ist. Da gibt es ja auch so einen Trick bei, wo war das, bei Sontes oder so, dass das auch geht. Hier haben wir den Ein-Ausschalter, Startschalter und das ist alles hier auf der rechten Seite. So, leider schaltet sich das immer aus, um die Batterie zu schonen, hier das Display sehr oft ab hier, also im Stand. Natürlich nur, dann haben wir hier übrigens an der Seite sind diese Leuchte, ich weiß nicht, ob man die jetzt, jetzt kann man sie vielleicht, ich weiß nicht, ob man die in der Sonne hier sehen kann, das sind so eine Leuchtbänder oder so, ja, die geben euch dann auch noch an, wenn ihr blinkt oder wenn zum Beispiel jetzt hier die Warnblinkanlage an ist, beziehungsweise wenn, haben wir ja gerade gesehen, die blinken dann auch, wenn der Füllstand vom Treibstoff niedrig ist, dann blinken die auch. Und hier haben wir halt das Display. Ja, wir haben oben dann halt die Ganganzeige. Dann haben wir alle möglichen Anzeigen hier für ABS und so weiter und so fort. Das ist alles hier in dem Hauptbildschirm mit drin. Hier haben wir ganz groß den Drehzahlmesser dargestellt. In der Mitte die Geschwindigkeit. Dann haben wir hier noch, dass der Seitenständer ausgeklappt ist. Hier angeblich können wir dann auch die Navigation anzeigen. Wie gesagt, kann ich euch nicht zeigen. Einige Daten hier unten noch. Das ist der andere Bildschirm sozusagen. Da ist das alles nach oben gerutscht, alles sehr kompakt. Und hier unten könnte man mit Carbit Map, das ist ja wohl auch die gleiche App, die man auch von Sontes und so weiter benutzen kann, diese Karte anzeigen. Dann, dann können wir halt hier die Lautstärke, weiß ich, mit den Cursor-Tasten lauter und leiser machen und so weiter und so fort. Und wir haben hier unten, wir haben übrigens auch ein Touchscreen, ja. Wir haben hier das Telefon. Ach, ist es doch noch. Also mein Telefon ist verbunden. Ja, wie ihr sehen könnt. Mein Telefon ist noch verbunden vom letzten Jahr, vom letzten Mal. Vom letzten Jahr. Ich kann leider keine Karte anzeigen. Ja. So, hier sind dann die das Hauptdisplay. Dann haben wir hier Konfiguration. Da können wir sehr, sehr viele Einstellungen vornehmen. Über die einzelnen Fahrmodi und Pipapo. Also da will ich jetzt wirklich nicht reingehen hier in die Details. So, das war das Display.
So, dann kommen wir noch zum Fazit hier. Der CF Moto 800 NK 2024er Modelljahr. Ja, eigentlich auch alles sehr positiv. Besonders für mich, diese Front finde ich unwahrscheinlich attraktiv. Ich weiß nicht warum, aber diese Lichtmaske gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Von hinten sieht sie auch sehr gut aus für mich. Und eigentlich ja ein sehr, sehr gut aussehendes Bike, muss ich sagen. Und vom Fahren her hat sie mir auch gefallen. Sie ist ja im Sportmodus, ist sie natürlich dann etwas sehr sportlich, sage ich mal. Aber das kann man ja dann halten, wie man will. Ne? Man kann ja auch das in den Straßenmodus oder in den Regenmodus schalten, wie man möchte. Auf jeden Fall, wenn man in den Sportmodus schaltet, dann hat man ein wahnsinnig agiles und aggressives schon teilweise Bike unter sich. Fährt sich auch alles super, super schön. Ein sehr modernes Motorrad, auch in der Ausstattung und zum Bildschirm, wie ich schon sagte, mit Apple überhaupt kein Problem. Das ist eigentlich alles mehr so auf Apple CarPlay wohl. Ich kenne mich da ja bei Apple überhaupt nicht aus. Ausgelegt bei Android, wie ihr gesehen habt, mein Telefon hat sich verbunden noch vom letzten Mal. Das Problem ist halt mit der Navigation und so. Da kann es sein, dass man da eventuell WLAN braucht. Das hatte ich auch versucht zu verbinden, ging aber auch leider nicht. Also irgendwie mit Android ein bisschen problematisch. Da müsste man CF Moto noch ein bisschen auf die Füße treten. Wir haben wohl zwei Farben in diesem Jahr. Und zwar, wir haben dieses Schwarz hier und wir haben ein Weiß. So, ich denke mal, das war erstmal alles hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Moto Fuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.